Willkommen und hallo, Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einer weiteren Folge ETS 2 mit dem Skandinavien DLC. Ja, wir sind schon ein paar Kilometer gefahren, haben ein paar Folgen gedreht. Jetzt haben wir noch knapp 58 Kilometer vor uns. Ich dachte, wir machen noch eine kurze Rast hier. Tja, schlafen mal ein bisschen, weil wir doch noch ein bisschen Zeit haben, bis wir beim Kunden sein müssen. Um uns dann den nächsten Auftrag zu ergattern, der uns dann hoffentlich weiter durch Skandinavien fahren lässt, weil wir wollen ja gerne alles erkunden, was wir hier so finden können. Deswegen machen wir jetzt auch Maschine an. Der Gang ist drinne. Bremse ist schon mal los. Ja, wir haben es morgens 6.54 Uhr im Spiel und noch recht dunkel. Machen wir auch mal Licht an. So. Stürzen wir uns mal in den guten Morgenverkehr hier so. Ja, passt. Sehr gut. Sehen wir mal zu, dass wir zum Kunden kommen. Schlängeln wir uns mal so durch. Mal sehen, ob wir irgendwie auch in Stau geraten. Da ja doch ein bisschen mehr KI aufkommen ist. In diesem Add-on. Ja, passt das? Passt nicht? Passt nicht. Jetzt ist eh egal. Wenn er jetzt zu schnell gefahren wäre, hätte er Pech gehabt. Jetzt muss er uns reinlassen. Ja. Für meinen Eindruck ist hier jetzt dann wirklich, ich habe es mehrfach schon angesprochen, mehr KI-Verkehr, mehr los auf den Straßen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendwie hier so mit drin ist, wenn man, ne, ihr kennt das alles, morgens auf dem Weg zur Arbeit, kann doch mal der eine oder andere Stau sein. Dann wollen wir mal sehen, ob wir hier sowas auch dann vielleicht gleich zu Gesicht kriegen oder ob man davon verschont ist. Denn ich weiß, auf der TSM-Map 5.4, die ich davor gerne gezockt habe, da war das schon so, wenn man da morgens in der Stadt reingefahren ist oder ihr zu nahe gekommen ist, dann konnte da schon mal der eine oder andere Stau entstehen und dann sah man auf seinem Navi, wie so langsam die Zeit dahin rannte und ja, dann kam immer die nette Meldung vom Disponenten. Der Kunde wartet auf seine Ware. Schauen wir mal, ob uns dasselbe Schicksal hier auch ereilen kann. Oder ob wir Glück haben. Dass wir hier gar keinen Stau erleben. Lassen wir uns überraschen. Oh, guck mal da rechts. Nett. Nett. Es vergeht nicht eine Folge, wo ich hier nicht was Neues entdecke. Klar, ich bin die Strecke jetzt auch noch nicht gefahren, aber das ist schon... Puh, muss nach wie vor sagen, es hat sich gelohnt, sich das DLC zu kaufen. Ich gehe mal davon aus, der ein oder andere Zuschauer, wahrscheinlich die Mehrheit, werden es auch haben. Also es ist wirklich... Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das DLC bis jetzt gefällt. Also ich finde das richtig super. Da sehen wir die Flugzeuge da vorne nochmal. Wahnsinn. Ja, ja. So, aber wir wollen mal gucken. Nee. Ob wir hier dann auch gleich reinkommen. Der scheint zu... Ne, der wartet doch, ne? Hätte ja sein können. Ah, da fährt noch ein... Noch ein Majestic. Das soll ja jetzt mit dem Patch 1.18, der demnächst dann auch so zeitnah kommen soll, soll sich das ja ändern. Da soll das dann wirklich Mercedes heißen. Ne? Oh. Ja... Oh, wir haben aber nicht Schuld gekriegt. Ha. Ha, ha. Ha. Wir haben wahrscheinlich nur die Beule in die Seite gekriegt. Interessant, interessant. Ich dachte, der bleibt stehen, weil die anderen auch alle so langsam da rangekommen sind. Naja. Da wir ja nicht bezahlen müssen dafür, weil wir den Unfall anscheinend nicht verursacht haben, brauche ich das ja auch gar nicht auf YouTube rausschneiden.
Hier soll man nur 50 fahren dürfen, dann machen wir das auch. Linköping. So, so. Ja. Schön mit Kreisverkehr jetzt. Oha. Da wollte der PKW von der linken Spur dann doch rechts abbiegen. Interessante Variante. Wusste gar nicht, dass man das so macht, aber man lernt ja nicht aus. Aber konzentrieren wir jetzt uns auf die Ortschaft hier. Neuer Ort, neues Glück. Wollen wir mal gucken, was wir hier so alles entdecken. Wie denn hier die neue Firma aussieht, zu der wir hin müssen. Ich weiß im Moment gar nicht so aus dem Kopf, wie die mehr hieß. Oh, hier. Wahnsinn. Ah, ich sehe schon, da haben wir wirklich noch viel, viel, viel zu entdecken. Oder wir werden viel, viel, viel Zeit dafür brauchen. Hier auch ein neuer Hof. Bis wir das alles so entdeckt haben. Aber so ist ja auch Sinn der Sache, dass man das nicht innerhalb von ein, zwei Stunden alles durchgespielt hat. Hier braucht man wirklich lange, bis man alles gesehen hat jetzt. Und das ist auch richtig so. Ein richtig gutes Add-on ist das geworden von SCS. So, müssen wir hier rein? Ehrlich? Hm. Keiner da, den ich fragen könnte, ne? Ja. Das Navi sagt, wir sind hier richtig. Dann fahren wir da mal rein. Jo, wir scheinen hier richtig zu sein. Da hinten leuchtet es auf jeden Fall. Da sollen wir hin. Also hier mit Überbreite durchfahren, da hat man bestimmt eine Menge zu tun. Das ist nicht nur einfach denn so mal eben ratzifatzi hingefahren. Seht ihr im Spiegel auch da den Staub, den wir da aufwirbeln? Also grafisch schon gut gemacht. Auch hier mit den Mannequins, die hier wirklich dann auch was tun. Ja, rechnet wahrscheinlich durch, wie viele Rohre er noch so braucht. So, da sollen wir hin. Dann schauen wir doch auch mal, dass wir denen das hier vorbeibringen. Auch da drüben riesen Firmengelände. Also ich weiß nicht, wer das alles jetzt nicht mag, das was Neues, der, ich glaube, den kann man dann auch nicht mehr wirklich helfen. Mal schauen, dass wir das hier einigermaßen über die Bühne kriegen. Damit Bob, der Baumeister, hier auch gleich noch ein paar Rohre durchzählen kann. Ja. Okay. Er sagt, das reicht. Aber nochmal Glück gehabt. Na, Jungs. Ja. Wo ist denn der dritte Bauarbeiter, der auch arbeitet? Weil die beiden, die daneben stehen, die habe ich schon mal gesehen. Aber naja. So, löse den Trailer. Sehr schön, gute Arbeit haben wir geleistet. Das freut uns. Ja, einen kleinen Schaden haben wir auch davon getragen, aber das war jetzt nicht anders zu erwarten. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir hier so ein bisschen was erkunden können. Und nehmen uns einfach jetzt unsere Solo-Maschine und fahren mal in die Ortschaft rein. Vielleicht entdecken wir den
noch ein LKW-Händler oder so. Wer weiß, da vorne ist so ein kleines Fragezeichen, das werden wir mal in Angriff nehmen. Vielleicht ist es natürlich auch nur eine Jobagentur. Vielleicht können wir ja unser Playboy Bunny hier gegen ein schwedisches Bunny ersetzen. Mal gucken. Schauen wir mal, was uns da vorne jetzt erwartet. Ah. Ein MAN-Händler. So, so. Na, da fahren wir noch mal kurz drauf und schauen uns den mal an. Ja, schön geräumig Hof hier, nicht wahr? Auch wenn wir mit unserem Scania jetzt hier so ein bisschen fehl am Platze sind beim MAN-Händler. Oh, und was sehen meine Augen da im Hintergrund? Da fahren wir ja mal hin, ne? Das nehmen wir jetzt aber auch nochmal mit. So, Maschine wieder an. Einmal kurz dem Verkäufer gewinkt. Nee, du, MAN wollen wir nicht. Wir fahren noch unseren Scania. Und ich glaube, dann fahren wir mal eben kurz zum allseits beliebten schwedischen Einkaufsmöbelhaus da. Falls noch einer von euch Teelichter braucht, dann können wir die ja da mal kurz abholen. So. Ich glaube, hier war da schon drauf. Ne, das ist da noch drüben. Aber fahren wir da hin. Leicht verwirrt hier, ne? Leicht verwirrt, Onkel Nubi, aber zu viel Eindrücke auf einmal hier für mich. Inklusive über die Rasenfläche fahren. Ja. Gut, es heißt hier anders. Aber wir alle können den Sinn, glaube ich, genau entziffern. Wir wissen, was damit gemeint ist, oder? So, würde ich sagen. Alle raus. Teelichter kaufen. Und dann geht die Fahrt dann auch gleich weiter. Vielleicht will der eine oder andere von euch nochmal einen Hotdog essen. Dann hat er jetzt auch hier die Gelegenheit dafür. Ich würde sagen, ich warte dann erstmal so lange hier auf euch mit unserem Playboy Bunny, was da noch drin sitzt. Wundert mich. Eine Frau und noch gar nicht bei IKEA drinne. Auch wenn IKEA gemeint ist. Schön gemacht. Hm. Auch mit den Fahnen. Wahnsinn. Ja, genug der Schwärmerei für diese Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns vielleicht in einer der nächsten Folgen dann wieder. Ja, zum Schluss das allseits beliebte, wenn es euch gefallen hat, liked es, teilt es, kommentiert es, abonniert es oder disliked es. Macht, was ihr wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.